So lasset uns erneut, ihr Lieben, in die Welt der Rankings versinken. In diesem Video jetzt hier werde ich alle Staffeln von der Netflix Jurassic World Animationsseriengeschichte ranken. Warum sage ich das jetzt hier so komisch? Weil wir nicht nur die 5 Staffeln Jurassic World Camp Cretaceous mit einbauen werden, sondern ebenfalls noch die 6. Staffel Jurassic World Chaos Theory. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie ich die Nummer ranken werde, und ich glaube, ich habe ganz gute Begründungen dafür, wie ich auf meine Liste komme. Und ihr könnt auch gerne widersprechen, ihr könnt mir gerne eure Liste mal in die Kommentare unten reinschreiben. Was ist Platz 1 bis Platz 6? Wir starten jetzt aber erstmal mit meinem Ranking. Viel Spaß mit dem Video. Okay, wir haben lange keine Rankings mehr gemacht, meine ich. Wann war denn das letzte Ranking gewesen? Mir fällt es gerade wirklich nicht ein. Es bietet sich aber auf jeden Fall jetzt an, einfach mal die gesamten Staffeln, ich nenne es einfach mal die 6 Staffeln der Netflix Jurassic World Animationsserien zu ranken, da ja Jurassic World Chaos Theory gerade frisch erschienen ist und sich einer großen Beliebtheit erfreut. Und ich auch merke, dass die Interessenswaage hier auf dem Kanal sich jetzt gerade wieder stark verändert. Das fand ich total interessant, als ich über Jurassic World Dominion gesprochen habe, zu der Zeit, wo das aktuell gewesen ist, hat sich keine Sau für Godzilla interessiert und alle nur noch für Jurassic-Themen. Dann wurde irgendwann Godzilla Kong angeteasert und da hat man dann wirklich gemerkt, wie diese Waage sich verändert hat, und plötzlich war Godzilla das Hauptthema hier auf dem Kanal. Und jetzt bekommen wir langsam wieder so einen Bogen zu Jurassic, aber ich werde versuchen, Godzilla auch nicht komplett zu vernachlässigen. Aber natürlich, wenn ihr gehypt seid, dann bin ich auch gehypt, weil das schwappt dann irgendwie doch über. Und ich wollte eigentlich zuallererst sämtliche Filme noch einmal ranken und die Serien dann dort mit einfließen lassen. Aber ich glaube tatsächlich, das wäre jetzt ein bisschen blöd, weil wir ja ungefähr zu dem heutigen Zeitpunkt in einem Jahr schon den neuen Jurassic-Film bekommen. Und ich warte noch ab, bis der draußen ist, und dann werden wir wirklich das gesamte Jurassic-Universum einmal ranken. Das heißt, die Filme, und ich werde die Serien noch nehmen plus die einzelnen Staffeln mit in dieses gesamte Ranking einbauen. Bis dahin gehen wir jetzt aber erstmal den Weg und nehmen uns die Serien vor. 6 Plätze gibt's, Platz 6 ist der schlechteste, Platz 1 ist eben der beste. Legen wir los. Auf Platz Nummer 6, also ganz weit unten, ist Staffel 4 von Jurassic World Camp Cretaceous. Und das könnte jetzt für euch schon die erste Überraschung sein, weil ihr euch denkt, Staffel 4? Hast du nicht immer gesagt, Staffel 5 wäre so extrem schlecht? Warum jetzt Staffel 4? Ich glaube, das kann ich ganz gut erklären. Staffel 4 hat zum einen schon mal eine Mammutaufgabe bekommen, weil Staffel 4 logischerweise chronologisch nach Staffel 3 spielt. Und Staffel 3 ist eine Staffel gewesen, bei der wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass die schon sehr gut gewesen ist. Ob es jetzt wirklich die beste Staffel der gesamten Reihe ist, sei mal dahingestellt. Aber wir hatten doch alle relativ viel Spaß damit gehabt. Als die dann vorbei gewesen ist, dachte ich mir eigentlich, okay, was willst du jetzt noch erzählen? Und ich bleibe auch dabei, dass ursprünglich Staffel 3 hätte das Finale bilden sollen. Staffel 3 baut komplett auf, wie diese Serie hätte zu Ende gehen müssen. Und Staffel 4 fängt dann eben an und fühlt sich so erzwungen an, als hätte man sich gesagt, ey, Staffel 3, ja, die war ja eigentlich ganz cool, lass mal mit Staffel 4 doch noch etwas Größeres aufbauen, um noch mindestens 2 Staffeln rauszuhauen. Gerade diese ganze Mentakorb-Geschichte, die fühlt sich eben sehr dazu gequetscht an, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre wahrscheinlich bei Staffel 4 ausgestiegen, hätten wir nicht diese extrem gut geschriebenen Figuren gehabt. Hätte ich nicht zwingend wissen wollen, wie es mit denen weitergeht, hätte ich in Staffel 4 gesagt, da habe ich jetzt echt keinen Bock mehr drauf. Wir kommen von einem wirklich schönen, tropischen Jurassic Park-Feeling-Szenario auf der Isla Nublar, wo wir 3 Staffeln lang Kinder verfolgen, die dort alleine überleben müssen, auf eine Insel, auf der es plötzlich unsichtbare Laborgebäude gibt. Wir haben Roboterhunde, die mit Laser auf Dinosauriern schießen können. Und das Wetter konnte auch noch kontrolliert werden. Wir haben einfach auf einer Insel, haben wir alle Jahreszeiten, damit jetzt Mammuts und Säbelzahntiger, die leben dann eher so in kälteren Regionen und der Spinosaurus halt dann in heißeren Regionen. Deswegen wurde das Land so wie so eine Partypizza aufgeteilt. Und da ist dann, da schneit, da regnet, da ist trocken, da hinten ist Dschungel. Und eigentlich mag ich das, wenn sich Jurassic World bei aller Kritik an Dingen orientiert, die auch im Buch festgelegt waren. Und ja, wir hatten Sachen gehabt wie die Wetterkontrolle. Das wird im Jurassic Park Buch, noch im Prolog war es, meine ich, wird darauf eingegangen, dass die Menschen sogar die Idee haben, das Wetter zu kontrollieren. Und das wird jetzt hier benutzt. Allerdings finde ich, dass die Mentakorb-Insel
zu viel nimmt und zu viel in eine Sache reininterpretiert. Wir haben Wetterwechsel, wir haben Maschinenroboter, die haben sogar später nochmal andere Formen mit noch stärkeren Robotern. Wir haben fast Star Wars-ähnliche Innenarchitekturen. Es hatte einfach einen sehr starken, wir haben jetzt einfach keinen Plan mehr Touch gehabt. Wie gesagt, es waren die Figuren, die mich hier am Ball gehalten haben. Deswegen ist für mich Staffel 4 definitiv auf dem letzten Platz, auf Platz Nummer 6, während hingegen Staffel 5 ein Platz höher gekommen ist, nämlich auf Platz 5. Und warum ist Staffel 5 jetzt ein Schritt weiter oben? Da gibt es ein paar Gründe dafür. Im Endeffekt ist die Ausgangslage hier nicht unbedingt anders. Wir haben jetzt hier auch Cash immer noch als Antagonisten. Der war unfassbar schrecklich. Ich meine, wir haben eine Szene gehabt, in welcher Cash und Darius sich duellieren, indem sie gegeneinander Videospiele spielen. Also während wir Staffel 1, 2 und 3 noch geschafft haben, diesen Mix perfekt zu verpacken aus Kinderserie, die aber auch sich immer noch realistisch und echt anfühlt, zumindest meistens, schaffen das Staffel 4 und 5 überhaupt nicht mehr. Wir haben plötzlich also, wie gesagt, einen Antagonisten, der mit Darius ein Videospiel spielt und es ging auch um irgendwas. Ich weiß nur nicht mehr genau um was. Dann haben wir noch den Part bekommen mit den PlayStation-Controllern, wo wirklich Leute dastehen und Dinosaurier so kontrollieren. Das ist, ey, was da auch immer passiert ist. Ich bin froh, dass das danach aufgehört hat. Was Staffel 5 aber definitiv besser macht als Staffel 4, ist, einen runden Bogen zu allen möglichen Dingen zu schlagen. Wir haben Kenjis Vater zum Beispiel. Kenjis Vater wurde uns als der Antagonist eingeführt, der irgendwie verblendet rüberkommt. Also du kannst ihn auch nicht bekehren. Er ist fest von dem überzeugt, was er da vorhat. Und das bleibt auch so bis zum Schluss. Staffel 5 bleibt hierbei konsequent, dass die Kinder eigentlich nahezu alle ein Happy End bekommen, außer halt Kenji, weil sein Vater kommt eben in den Knast. Ich mag das, wenn etwas so konsequent umgesetzt wird. Ebenso bekommen wir dann auch einen kleinen Bogen zurück zu Jurassic World Dominion geschlagen. Wir befinden uns nochmal auf der Isla Nublar und Louis Dodgson taucht auf und findet dann eben die Rasierschaumdose von Dennis Nedry. Hätten wir das unbedingt gebraucht? Nö, eigentlich nicht. Aber das macht es halt immer noch besser als das, was Staffel 4 gemacht hat. Und dann haben wir natürlich auch noch das Ende. Und das Ende, das war wirklich gut gewesen. Alleine die letzte Szene, die wir sehen, in der Darius aus dem Fenster guckt und dann läuft da der Brachiosaurus am Fenster vorbei. Kurz davor haben wir noch erfahren, dass Brooklyn gerade auf der Spur von einem Geheimnis ist, was am Lockwood-Anwesen passiert, und sie geht sogar darauf ein, dass es sich bei diesem Vorfall hier noch um das Ende von Fallen Kingdom gehandelt hat. Also auch hier haben wir jetzt wieder einen schönen Bogen und genau das macht Staffel 5 für mich einfach besser als Staffel 4. Kommen wir jetzt zu Platz Nummer 4 meiner Rankingliste und auf Platz Nummer 4 habe ich Staffel 2 aus Jurassic World Camp Cretaceous. Dazu müsst ihr vielleicht wissen, dass ich am Anfang so meine Probleme mit der Serie gehabt hatte. Ich habe mich wirklich versucht, da reinzugucken und mir haben die ersten 3 Episoden der ersten Staffel einfach überhaupt nicht gefallen. Dazu kommen wir aber dann auch noch. Und dann wurde es aber auf jeden Fall besser und du fängst an, mit den Figuren mitzufiebern. Du erkennst, dass da mehr Story dahinter steckt, als ich zumindest am Anfang gedacht hatte. Und dann kommt Staffel 2. Staffel 2 hat wirklich gute Momente. Staffel 2 ist sehenswert und hat auch definitiv eine Daseinsberechtigung, alleine was die Entwicklung der Figuren angeht. Allerdings habe ich mein Riesenproblem in Staffel 2 mit den Antagonisten. Ich finde die nicht einfach nur lahm erzählt, sondern auch wirklich sehr, sehr nervig. Kennt ihr das, wenn ihr so Figuren in Filmen oder in Serien habt, wo ihr euch einfach nur denkt, ach bitte, geh weiter, wenn die Kamera auf die Figuren schwenkt? Und dasselbe habe ich jetzt eben hier gehabt mit Tiff und ihrem Partner. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie er hieß. Er sah allerdings auch wieder so auffällig aus wie Dr. Alan Grant. Und ja, die beiden waren einfach für mich, das waren Dr. Alan Grant und Ellie Sattler aus so einem Multiversum. Das sind Dr. Alan Grant und Ellie Sattler, wenn die anstatt Paläontologen Jäger gewesen wären. Tiff sieht zwar ein bisschen mehr so aus wie Amanda aus Jurassic Park 3, aber ich fand das so einfach sehr plump. Die sahen sehr plump aus von ihrem Charakter her. Und dann haben wir wirklich fast die komplette zweite Staffel lang uns nur damit beschäftigt, diese beiden Jäger dann irgendwie zu entlarven, die am Anfang noch die Guten gespielt haben und dann kommt irgendwann raus, nö, das sind aber eigentlich die Bösen. Wir haben Hap noch gehabt. Hap ist super. Hap ist eine super Figur und ich hoffe auch weiterhin, dass Hap immer noch am Leben ist. Ohne Mist, gebt Hap einfach die Oscar-Story aus Jurassic Park The Game. Dass der irgendwie zusammen mit so einem Militärtypen auf der Isla Nublar überlebt hat und dann kommt er jetzt in Staffel 2 von Chaos Theory wieder. Das würde ich gerne sehen.
Messerkampf mit Hap gegen Ghost, den Atrociraptor, das wäre wirklich cool. Aber ansonsten hat Staffel 2 jetzt auch nicht wirklich viel Wiedererkennungswert gehabt. Wir hatten eine Szene, die ist mir noch im Kopf geblieben, die war relativ schön, wo wir sehen, wie Kenji und Darius an so einen großen See kommen und dann da wirklich auch Fleischfresser und Pflanzenfresser an dem See trinken. Und da wird kurz darauf eingegangen, ja, dass es auch einfach in der Natur sowas wie eine Harmonie gibt. Und es gibt halt eben keinen Grund, immer nur zu kämpfen und zu jagen. Was so darauf eingehen soll, dass auch Fleischfresser eigentlich nur jagen, wenn sie halt das Bedürfnis haben zu fressen, und das sind halt keine bösen Geschöpfe. Eine sehr schockierende Szene gab es auch noch, dafür, dass es eine Kinderserie ist, in welcher Darius sich dann das Zelt von Tiff und ihrem Freund geschlichen hat, und dann ist im Hintergrund hängt dann ein Kopf von einem Dinosaurier. Ich dachte, es wären Triceratops, ihr habt mir aber geschrieben, das stimmt nicht. Auf jeden Fall hängt da ein Kopf von einem Dinosaurier, ich werde es hier gerade mal einblenden. Aber das war's mit Staffel 2. Es ist ein cooles Inselabenteuer mit Jägern, die dann doch irgendwie auch an Mr. Clayton von Tarzan erinnern. Und es gibt definitiv gute Momente, das will ich überhaupt nicht abstreiten. Aber wie gesagt, ich habe jetzt die Serie nicht mehr komplett geschaut für dieses Ranking. Und deswegen kann ich sehr gut beurteilen, was mir jetzt davon noch im Kopf geblieben ist. In Staffel 2 ist einfach nicht mehr wirklich viel übrig. Kommen wir jetzt zu Platz Nummer 3 meiner Rankingliste. Und auf Platz Nummer 3 haben wir Staffel 1 von Jurassic World Camp Cretaceous. Und da bin ich ja schon öfter mal drauf eingegangen, auch eben gerade hier in dem Platz davor, dass Jurassic World Camp Cretaceous, ich bin da echt sehr, sehr spät erstmal reingekommen. Als ich angefangen hatte, das Ganze zu schauen, gab es bereits Staffel 1 bis 3, glaube ich. Oder war Staffel 4? Ich glaube, Staffel 4 war sogar schon da und ich habe nur Staffel 5 beim Release mitgeschaut. Was nicht daran gelegen hat, dass es eine Kinderserie ist. Ich meine, Star Wars Clone Wars hat es ja vorgemacht, wie sowas gut funktionieren kann, wenn eine Kinderserie sich dann auch wirklich selbst ernst nimmt und mit in die Geschichte eingewoben wird. Tatsächlich gab es aber so 2, 3 Momente, die mich aus der Serie immer wieder rausgehauen haben. Einmal Episode 1, wo wir dann sehen, wie die Kinder auf dieser Seilbahn von A nach B runter, so runtergelassen werden, und dann merken wir irgendwann, ah, Darius ist gerade eigentlich fast gestorben, weil die Seilbahn ist nicht so hoch gebaut, wie der längste Hals vom, oder eben der größte Brachiosaurus groß ist. Und ich dachte mir, ach komm Leute, ey, Jurassic World war in den Filmen schon extrem dumm gesichert. Dass du mit diesen Gyrosphären selbstständig durch das Gehege durchfahren kannst, das war schon echt bescheuert. Aber das jetzt hier, also jetzt mal ganz ehrlich, so als wäre das, als hätte man diesen Park einfach gebaut, ohne großartig drüber nachzudenken. Und ihr merkt gerade, es nervt mich einfach immer noch. Und das macht's auch wirklich. Wenn ich diese Szene sehe, denke ich mir immer wieder, was soll das denn? Nehmt euch doch mal ein bisschen ernst, versucht doch bitte mal den Park wenigstens ein bisschen für voll zu nehmen. Und genau so ein Ding haben wir auch nochmal in Episode 3 von Staffel 1, nämlich da, wo dann die gesamte Gruppe auf so ein Feld fährt und dann fängt es an zu gewittern und die Dinosaurier werden nervös. Und die Idee, die jetzt die Verantwortlichen für die Kinder haben, also die erwachsenen Aufpasser, die erwachsenen Parkmitarbeiter, die Idee ist, wir lassen jetzt die Kinder einfach bei der nervösen Herde Dinosaurier und fahren selber zu zweit zurück, um Bescheid zu geben, dass wir jetzt hier diese Tour beenden. Das macht man nur, damit da jetzt eine Story entstehen kann. Das ist saudummes Storytelling gewesen. Da bleibe ich auch nach wie vor dabei, Episode 1 und Episode 3. Da kann ich mir immer wieder nur an den Kopf greifen und denke mir so, ey, da habt ihr aber nicht so wirklich Bock gehabt. Warum ist Staffel 1 aber jetzt so weit oben im Ranking? Weil sie danach wirklich Bock gehabt haben. Wir haben unfassbar geile Figuren aufgebaut bekommen, da war ich sehr überrascht gewesen. Wir haben Sammy, die ja so ein doppeltes Spiel spielt, was sie aber eigentlich gar nicht will. Wir haben Brooklyn und Yes, die ja beide eigentlich berühmte Menschen sind. Yes ist ja eine Sportlerin, eine sehr gute. Brooklyn ist so die Influencerin. Und die beiden kommen dann irgendwie auch ganz gut miteinander klar, weil sie irgendwann merken, okay, eigentlich haben wir beide dieselbe Last auf den Schultern. Wir haben beide eine unfassbare Angst davor zu versagen, weil wenn wir versagen, ist unsere ganze Karriere einfach futsch. Und dieses ganze Menschen beobachten genau, was wir machen, dieses Ding, haben sowohl Influencer als aber eben auch Sportler. Auch Kenjis Backstory war ganz cool gewesen. Ben, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Wer es mir aber wirklich angetan hatte, war einfach Darius. Die Geschichte von Darius und seinem Vater. Ja, was soll ich sagen? Da hockst du dann wirklich da und du kriegst einfach so einen leichten Kloß im Hals, weil du dir denkst, ja, es ist schon eine fiese Geschichte mit der Krankheit von Darius' Vater. Und es gibt dir auch so einen ganz anderen Blick darauf, warum Darius unbedingt in den Jurassic World Park will, warum er andauernd so komische Sachen macht. Also warum bringt sich Darius den
ständig in Gefahr aufgrund dessen, dass er eben so viel sehen möchte, wie er eben irgendwie kann, aufgrund dessen, was eben sein Vater mit ihm vorgehabt hat, weil er wollte ja mit seinem Vater zusammen nach in den Jurassic World Park fahren und Dinosaurier betrachten. Und die haben das ja auch beide geplant gehabt und dann irgendwann ist der Vater, aber ich glaube, es war an Krebs gestorben. Und das war einfach krass. Und ich, wie gesagt, ey, so eine, diese Kinderserie schafft es einfach wirklich, Themen besser und ernster aufzuarbeiten als jeder der Filme. Außerdem hat Staffel 1 es ebenfalls geschafft, so schöne Parallelen zum ersten Film zu schließen. Zum Beispiel der Ausbruch des Indominus Rex wird hier adressiert, aber genau so, wie ich es hätte sehen wollen. Nämlich aus der Sicht von Parkbesuchern, die keine Ahnung haben, was gerade abgeht. Owen war ja von Anfang an mit dabei. Owen hat ja mitbekommen, wie der Indominus Rex abgehauen ist. Danach konnte er direkt in die Hauptzentrale fahren und erstmal eine Ansprache halten. Die Kinder können das ja alle nicht. Sie bekommen nur mit, dass gerade irgendetwas los ist. Aber was genau, das wissen sie nicht, bis dann irgendwann der Indominus Rex bei ihnen auftaucht. Und auch da hat man wirklich darauf geachtet, dass der Indominus Rex zeitlich nur dann im Camp Kreidezeit erscheint, wenn er im Film nicht zu sehen war. Da gibt es sogar ein paar coole Zusammenschnitte, die könnt ihr euch angucken, wo ihr dann genau seht, wenn das passiert dann das in der Serie, dann das im Film, dann das in der Serie und dann irgendwann das parallel in der Serie und hier im Film. Zum Beispiel die ganze Nummer mit der Indominus Rex rennt in den Vogelkäfig rein und dann kommen die ganzen Flugsaurier daraus geschossen. Das sehen wir genauso, nur aus einer anderen Sichtweise in Jurassic World Camp Cretaceous. Und kommen wir jetzt mal ganz kurz zu Ben. Ich weiß, also ich wusste auch damals schon, dass der Tod von Ben am Ende, dass der nicht endgültig bleiben wird, weil ich kannte halt die Bilder von Ben. Das war übrigens auch noch so ein Ding, warum ich Staffel 2 nicht so sehr mochte. Ben, der mit einem Speer bewaffnet, mit so einem Stirnband auf Bumpy, dem Ankylosaurus reitet. Ich finde es immer noch ein bisschen doof. Das haben sie später einfach besser gemacht. Da war Bumpy, war da wirklich besser in die Geschichte integriert. Das war jetzt hier so ein bisschen, es hat sich sehr, sehr out of context im Jurassic-Universum angefühlt. Aber als Ben dann am Ende als tot galt, am Ende von Staffel 1, dachte ich mir, das ist ein echt mutiger Cliffhanger. Weil Staffel 2 kam ja nicht direkt nach Staffel 1 raus. Die kam ja, glaube ich, erst ein Jahr später oder sowas. Und dann wusste man eben nicht, ob Ben jetzt wirklich gestorben ist. Denn Staffel 1 verkauft das ja eigentlich noch relativ lange so. Ich erinnere mich gerade nicht mehr ganz genau, ob man ganz am Ende von Staffel 1 noch sieht, wie Ben irgendwo liegt und es bewegt sich noch irgendwas an ihm. War es das Ende gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, okay, alleine auch wie sie mit den Kindern hier umgehen, die sind wirklich verletzlich. Die haben halt keine Plot-Arme, obwohl es Kinder sind. Es war auf jeden Fall ein sehr schöner Einstieg in die ganze Nummer und gerade weil ich ja am Anfang so miese Petrik an Episode 1 bis 3 rangegangen bin, war ich danach sehr positiv überrascht, wie schön Staffel 1 wirklich ist. Ach ja, einer meiner Lieblingsmomente, die sich übrigens auch durch die gesamte Serie ziehen, passieren in Staffel 1, nämlich die Geburt von Bumpy. Wisst ihr noch, als der kleine Babyraptor in Jurassic Park 1 geschlüpft ist und John Hammond erklärt hat, sie prägen sich das erste Lebewesen ein, das sie nach der Geburt, also nach dem Schlüpfen sehen. Und sogar darauf hat man hier in Staffel 1 geachtet. Das ist ja auch der Grund, warum dann dieses Band zwischen Bumpy und Ben wirklich anfängt. Weil Ben einfach die erste Person ist, die Bumpy nach dem Schlüpfen sieht. Finde ich sehr schön, dass man das einfach nochmal mit reingebracht hat und da nochmal eine Referenz auf Jurassic Park gelegt hat. Kommen wir jetzt zu Platz Nummer 2. Und ich habe wirklich lange überlegt, was mache ich da jetzt am besten? Ich muss aber ganz klar sagen, Staffel 3 von Jurassic World Camp Cretaceous landet bei mir jetzt hier auf Platz Nummer 2. Und ich weiß, ey, ich hype Staffel 3 immer am meisten von der gesamten Jurassic World Animationsserien-Saga. Und es ist auch bisher so gewesen. Und ich bleibe auch dabei als definitiv die beste Staffel von Jurassic World Camp Cretaceous. Wir bekommen ein wesentlich düsteres Szenario. Wir bekommen das allererste Mal einen Hybriden eingeführt, bei dem ich noch nie gehört habe, die Story von dem Ding finde ich nicht cool. Es gibt einige von euch da draußen in der Community, die mir geschrieben haben, bah, der Scorpius Rex, der sieht aber so blöd aus. Und ich habe, glaube ich, 3-4 Leuten von euch gesagt, ey, schaut euch mal Staffel 1 bis 3 an, ihr werdet merken, das Vieh ist super cool. Und ihr habt mir alle zurückgeschrieben, ey Tobi, du hattest einfach recht. Der Scorpius Rex, der hat einfach eine Bewandtnis, warum er da ist. Er gehört mit zu den Hybriden, wo ich sage, der ist am durchdachtesten, warum dieses Tier wirklich existiert. Und dann eben auch die Art und Weise, wie er rüberkommt. Wir haben zum Teil Predator-ähnliche Szenen, wenn er dann da mit seinem Nachtsichtblick
durch die Wälder streift und wir sehen einfach nur, wie er auf Dinosaurier losgeht und das irgendwie im dunklen Schatten und er killt einfach alles weg. Er killt einen Carnotaurus, glaube ich, er killt auch einfach einen Parasaurolophus. Also dieses Tier geht wirklich auf alles Mögliche los. Und dann irgendwann auch auf die Kinder und das ist eine super intensive Szene, gerade dann eben auch, wenn Sammy vom Gift des Scorpius Rex wirklich vergiftet wird und dann anfängt mit dem Tod zu kämpfen. Das ist eine emotionale Szene, wo du auch wirklich Angst bekommst und ich hätte zu dem Zeitpunkt wirklich gedacht, das könnten sie jetzt sogar durchziehen. Haben sie aber eben nicht, aber trotz allem war das schon sehr, sehr spannend gewesen. Ebenfalls haben wir sehr coole Jurassic Park ähnliche Momente, wie zum Beispiel die ganze Nummer, als sie sich dann in den Hotelzimmern von Kennedys Vater verschanzen. War das in Staffel 3? Ich glaube ja. Aber auch wenn nicht, wir haben ja ähnliche Situationen auch nochmal mit dem Scorpius Rex dann später, der das Baumhaus der Kinder angreifen, die dann irgendwie merken, dass der Scorpius auf Feuer reagiert und eben auf Wärme. Wir bekommen Blue wieder und Blue ist hier in der Serie einfach ein Raptor. Die ist hier einfach ein Raptor und eben nicht die nette, liebe, putzige Blue. Es gibt zwar auch einen Moment, wo, glaube ich, Darius und Kenji Blue befreien, unter so einem Auto war das, meine ich, gewesen. Und dann greift Blue die Kinder eben auch nicht an. Aber ja, tatsächlich ist das eben auch so. Es gibt ja auch tatsächlich Aufnahmen von Menschen, die Wölfe befreit haben oder auch Tiger. Und auch die waren einfach dankbar gewesen. Das fühlt sich komplett normal und realistisch an. Und ja, Blue in den Filmen eben einfach nicht. Blue in den Filmen ist halt ein Raptor, die immer nur die Bösen frisst, die Guten aber nicht anfasst. Und jetzt hier haben wir Blue wirklich wieder als Gefahr zum Teil. Es gab sogar eine ganz coole Szene, wo sie versuchen, die schlafende Blue nicht zu wecken und sich dann durch Blues neues Nest hindurchschleichen mussten. Plus eben noch einen schönen Thriller-Aspekt in der ganzen Nummer, denn wir wissen von Anfang an erst einmal nur, dass es einen einzigen Scorpius Rex gibt und dieser Scorpius Rex scheint aber sehr schnell unterwegs zu sein. Wir bekommen irgendwann eine Szene mit Sammy und mit Jess, die auf den Scorpius Rex treffen, aber Darius trifft auch auf den Scorpius Rex und er muss dann feststellen, okay, wenn das Tier aber jetzt vor ein paar Minuten erst bei euch gewesen ist und der ist jetzt schon wieder bei mir, dann muss der ja unfassbar schnell unterwegs sein. Damit wollten die Produzenten uns so auf den Trichter bringen, dass der Scorpius Rex mit irgendetwas ganz krassem gekreuzt ist. Keine Ahnung, mit einem Leguan, der mit einem anderen Leguan gefüllt war und dann kam die DNS von dem gefüllten Leguan mit da rein. Habe ich gerade Leguan gesagt? Ich meine natürlich Jaguar. Ich wollte hier auf die Geschwindigkeit eingehen. Naja, auf jeden Fall kommt dann aber eben raus, nö, das Tier ist einfach nicht unfassbar schnell, sondern es gibt einfach zwei davon. Der Scorpius Rex kann sich selbst fortpflanzen, ohne einen anderen Partner zu haben. Das war ein sehr cooler Twist, den ich auch nicht habe kommen sehen. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist schon krass. Das ist nämlich auch der Punkt, warum ich Jurassic World Chaos Theory auf Platz 1 setze. Ich mag diesen Thriller-Aspekt, bei dem du eben nicht verstehst, was gerade abgeht. Und Jurassic World Chaos Theory, wir machen noch 1000 Videos zu dieser Serie, deswegen muss ich jetzt hier gar nicht mehr so krass darauf eingehen. Aber ich habe diese Serie wirklich durchgesuchtet und habe mir in jeder Episode gedacht, was hat's damit auf sich? Könnte das irgendwas sein? Könnte das irgendwas machen? Außer Episode 3, die hat mich so ein bisschen gebrochen. Da habe ich mir dann gedacht, okay, ich checke jetzt gerade gar nichts mehr. Da hättet ihr mir auch erzählen können, dass am Ende rauskommt, dass Owen eine Fusion mit Claire gemacht hat und die sind jetzt die Antagonistin. Hätte ich gesagt, ja, ist okay. Aber im großen Gesamtkonzept haben wir jetzt einfach genau das bekommen, was uns Jurassic World Dominion damals versprochen hat. Einen Mystery-Thriller in einer Welt, in welcher Dinosaurier frei herumlaufen können. Und das haben wir mit Chaos Theory bekommen. Und was sind die gut da drin? Sinnvolle Geschichten zu schreiben. Die nehmen sich einfach Situationen aus dem Alltag heraus, zumindest in dieser einen Episode, wo dann der Nasuto Ceratops heißt der, glaube ich, unter so einer Tankstelle schläft, im Schatten der Tankstelle. Und sie bauen da einfach eine spannende Story draus, irgendwie so gemischt aus Roadtrip, dann aus minimalen Thriller-Aspekten, weil Ben permanent meint, er wird gerade von diesem Tankwart hier beobachtet, mit der Prämisse, dass es eben hier um das Thema Freundschaft geht. Wir haben so ein paar Episoden, die könnten so langweilig und so einfach sein, weil sie an sich auch einfach sind vom Grundgerüst, aber sie sind einfach clever geschrieben. Auch die ganze Nummer mit Sammy auf der Ranch, wo sie einfach nur versuchen, Sammy zu vermitteln, dass sie jetzt endlich ins Auto einsteigen sollen, dass sie abhauen müssen. Und das klappt dann aber nicht, weil Sammy andauernd reinreden muss. Das hätte super nervig rüberkommen können, aber sie haben es auf jeden Fall geschafft, das wirklich spannend zu machen. Und das klappt
fast bis zum Ende. Da habe ich einen Kritikpunkt am Ende. Da werden wir im Spoiler-Talk mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Warum muss am Ende wieder dieser CGI-Kampf kommen, wollte ich gerade sagen. Dieser typische Marvel-Kampf kommen. Warum muss man am Ende immer so ein bisschen übertreiben? Sie haben es jetzt hier einigermaßen im Griff bekommen, aber ich hätte am Ende jetzt nicht sehen müssen, wie aus den Containern wieder 50 Dinosaurier ausbrechen und dann ein T-Rex gegen einen Carnotaurus, gegen Atrociraptoren. Es geht einfach wieder zu viel ab. Es passiert einfach wieder zu viel. Das wäre so eine Kritik, die ich so an der letzten Episode von Chaos Theory hätte. Aber ich könnte jetzt noch ewig lang weitermachen und darüber schwärmen. Die Charaktere sind genial geschrieben. Ich habe eine komplett spoilerfreie Review gemacht. Da habe ich, glaube ich, alles drüber gesagt. Die habe ich dir auch mal da oben verlinkt. Guck es dir gerne einfach mal an. Ich werde jetzt hier nicht nochmal alles komplett wiederholen müssen. Aber das ist wirklich für mich aktuell das Beste, was wir bisher aus dem gesamten Jurassic World Franchise bekommen haben. Jurassic World Chaos Theory kann ich auf jeden Fall jedem da draußen empfehlen, der auch Jurassic Park mag, der Thriller mag, der wirklich eine gut ausgearbeitete Dino-Geschichte sehen will, die ihr sogar noch, wenn ihr erwachsen seid und vielleicht Kinder habt, mit euren Kindern zusammen gucken könnt. Wie geil ist das bitte? Jeder hat was davon, diese Serie eben zu schauen, und das gilt tatsächlich für das gesamte Animations-Netflix-Jurassic-Franchise. Außer Staffel 4 und 5 von Camp Cretaceous, da könnt ihr dann eben euren Kindern erzählen, sowas, so auf so Ideen kommt ihr, wenn ihr Fieber habt. Aber trotz allem muss ich sagen, dieses gesamte Grundgerüst, dass das eine Kinderserie schafft, ist für mich immer noch unfassbar, und ja, das ist Jurassic World, wie es von vornherein sein sollte. Jetzt bin ich wie immer auf eure Meinung gespannt und auf euer Ranking gespannt. Schreibt es mir in die Kommentare unten rein, ihr Lieben. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.